hier aus dem Publikum kommen, die kennt Armin Laschet vorab natürlich nicht. Ich habe jetzt nur eine Bitte, wenn wir Sie dran nehmen, stellen Sie sich kurz vor, Name, woher kommen Sie, was machen Sie und dann ab mit der Frage und los geht's, wer möchte. Ich nehme mal Sie dran, junge Dame. Ja, moin, ich bin Minoka Braun, ich bin von erkannt.de, das ist eine Jugendschülerzeitung und ja, ich bin 17 Jahre alt. Und meine Frage an Sie wäre, was Sie denn zu der Cannabis-Legalisierung sagen. Und aus Spaß würde ich gerne auch wissen, ob Sie selber schon mal gekifft haben. Also, zweiter Teil ist ganz einfach zu beantworten. Nein. Nur Zigarillos. Ja, es ist aber kein Cannabis drin. Und Schülerzeitung finde ich stark, so habe ich nämlich auch mal angefangen. Bevor man überhaupt an Politik gedacht hat, habe ich Schülerzeitung gemacht, Schülervertretung, all solches Engagement. Und dann hat irgendeiner mal zu mir gesagt, willst du nicht bei uns Mitglied werden? Aber die eigentliche Arbeit vorher war Schülerzeitung und deshalb, wenn ich irgendwo eine Gelegenheit habe, nach Schülerzeitung ein Interview zu geben, versuche ich es immer. Ich schaffe nicht Tausende, aber das wohl. Bei Cannabis bin ich skeptisch. Ich verstehe, dass viele sagen, das wäre doch besser, wenn man das legalisiert, damit holt man es aus der Illegalität raus. Ich kenne aber selbst im familiären Kreis Menschen, die mit leichten Drogen begonnen haben, das war früher Hasch oder anderes, und die danach richtig drogensüchtig und ganz krank geworden sind. Und deshalb bin ich eher bei der Position, vorsichtig zu sein und es nicht zu legalisieren. Es gibt private Mengen, wo dann nicht gleich die ganz große Strafe eintritt, aber Cannabis zu legalisieren, halte ich für falsch. Danke, klare Antwort. Gibt klare Antwort auf diese erste Frage. Wir wollen ja möglichst viele Fragende hier dran bekommen heute. Ich gucke noch mal ins Publikum, wer denn hier noch die Hand hebt. Ja, vielleicht, ich gehe mal zu der